Gamsas Schaulauf, und ich will das in aller Deutlichkeit sagen, passt nicht zu Hannover, passt nicht zu unserer Stadt. Und mit dieser heutigen Kundgebung geben wir ein Stoppsignal an alle. Wir akzeptieren das so nicht. Nicht in dieser Stadt und auch nicht anderswo. Und es macht Mut, so viele Menschen heute hier zu sehen, ein breites Bündnis, das nahezu die gesamte Stadtgesellschaft Hannovers abbildet, setzt ein deutliches Zeichen gegen Verschwörungsfantasien, gegen Antisemitismus, gegen Ausgrenzung. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und liebe Anwesende, liebe Teilnehmende, ich mache auch keinen Hehl aus meinem persönlichen inneren Konflikt. Es wäre mir lieber gewesen, die Stadt Hannover, wir hätten den Aufstand Gamsas verhindern können. Das entspräche zutiefst meinen Überzeugungen und auch meinen Wertvorstellungen. Auf der anderen Seite weiß ich als Oberbürgermeister, dass es für die Stadt keine rechtliche Grundlage gibt, diesen Auftritt Gamsas zu verhindern. Für das Hannover Kongresszentrum besteht die rechtliche Verpflichtung, Veranstaltungen unabhängig von der jeweils vertretenen Meinung, vom Inhalt durchzuführen. Und Gamser weiß sich sehr genau zu äußern. Er weiß sich so zu äußern, dass er rechtlich nicht belangt werden kann. Hätte Hannover diesen Vertrag abgelehnt oder wieder aufgekündigt, wäre davon auszugehen gewesen, dass Gamser sich erfolgreich eingeklagt hätte. Es scheint Teil eines Geschäftsmodells zu sein, den Städten mit Klagen zu drohen. Damit zieht Gamser Aufmerksamkeit auf sich. Er mobilisiert seine Anhänger. Gerne stilisieren Leute wie Gamser sich bei solchen Gelegenheiten als Opfer. Und das kennen wir nur sehr gut, insbesondere von den Rechten oder von der AfD. Und wir werden ihm seinen Opfermythos nicht vergeuden. Die Auseinandersetzung mit solchen Verschwörungstheorien, mit solchen Verschwörungsmythen, mit antisemitischen, demokratiefeindlichen Tendenzen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Insofern ist es die richtige und angemessene Reaktion auf den Auftritt Gamsas heute in Hannover, dass sich hier ein breites Protestbündnis versammelt hat. Das, was Gamser heute im HCC sagt, lassen wir nicht unbeantwortet, lassen wir nicht unwidersprochen hier in unserer Stadt stehen. Die Botschaft ist klar. Wir brauchen Gamser und seine ebenso fragwürdigen und wie auch gefährlichen Weisheiten hier in unserer Stadt nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Für Demokratien und ein funktionierendes gesellschaftliches Miteinander ist der Kampf gegen solche Verschwörungstheoretiker, gegen solche Verschwörungstheorien eine der großen Herausforderungen. Denn Demokratie fußt auf Vernunft, fußt auf der Übernahme von Verantwortung und auf Diskurs. Einem Diskurs, der auf glaubhaften Argumenten, auf der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge und auf einem fairen Umgang miteinander beruht. Leider haben die Verschwörungsmythen gerade in diesen Zeiten absolute Hochkonjunktur. Wir haben erlebt, dass Demonstrierende in Deutschland und in anderen Ländern von einer Corona-Diktatur schwadroniert haben. Auch die gegenwärtige Debatte um Krieg und Frieden ist durchzogen von fragwürdigen Narrativen, von fragwürdigen Mythen. Wir erleben in diesen Zeiten starke Polarisierung. Wir erleben, dass unsere freiheitlichen, unsere demokratischen Wertvorstellungen mehr denn je bedroht sind. Von innen und auch von außen. Wie es uns der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine schmerzlich vor Augen führt. Das Feld scheint leider bestellt für Leute wie Gamser, denen ein Kritiker jüngst einen Verschwörungsunternehmer nannte. Wie ich finde, zu Recht. Er bedient sich der bekannten Masche von Populisten. Das Aufgreifen von Ängsten, Sorgen, Unzufriedenheiten, Ungewissenheiten und Nöten, um daraus Profit zu schlagen, mit Hilfe von schlichten, sehr einfachen Antworten, mit Unterschlagung
oder der Verdrehung von Tatsachen und historischen Zusammenhängen mit Diffamierung, mit Feindbildern und eben auch mit Stereotypen. Für uns stellt sich hier und heute die Frage, wie gehen wir damit um? Welche Antwort finden wir heute darauf? Ich glaube, es reicht nicht, sich nur zu distanzieren und Leute wie Ganser zu skandalisieren. Wichtig ist es, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Dafür gibt es drei wesentliche Gründe aus meiner Sicht. Die Mythen liefern einfache Erklärungen für diese Welt. Sie geben außerdem ein Gefühl von Überlegenheit. Aus der vermeintlichen Gewissheit heraus, sie Drahtzieher mit der bedrohlichen Entwicklung zu kennen. Und drittens geben sie Verschwörungstheorien Menschen in unsicheren Zeiten ein Gefühl von Sicherheit und ein Gefühl von Kontrolle. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass es sehr schwierig ist, diejenigen zu erreichen, die sich von Ganser angesprochen fühlen. Und das hören wir und sehen wir leider auch heute. Dennoch dürfen wir nicht Unterschied machen, uns Überzeugungsarbeit zu leisten, insbesondere in Zeiten, die uns Zukunftsängsten geprägt sind. Überzeugungsarbeit, damit meine ich, dass wir gefordert sind, glaubhafte Antworten auf brennende Fragen zu liefern. Zum Beispiel auf die Frage, wie es gelingen kann, eine gerechte Gesellschaft, gerechte Freiheit zu organisieren. Oder auch die Frage, wie wir mit den ganz großen Herausforderungen unserer Zeit, wie etwa der Klimakrise oder der Energiekrise gemeinsam umgehen wollen. Nur wenn wir nachvollziehbar, wenn wir plausible Antworten haben, entzaubern wir solche Demokratiefeinde, solche Populisten und solche Verschwörungstheoretiker, wie wir sie heute hier im HCC haben. Es ist wichtig, heute Haltung zu zeigen. Und ich sehe, Hannover zeigt heute Haltung. Hannover ist anders als das, was heute im HCC gesagt wird. Wir sind weltoffen, wir sind tolerant, wir sind solidarisch miteinander. Die Vielfalt der Stadtgesellschaft, unserer Kultur, der Religionen bereichert uns. Diese Stadt tritt ein für Humanität und für eine freiheitliche und demokratische Werteordnung. Das ist es, was wir Ganser und das ist es, was wir seinen Anhängern entgegnen wollen. Die humane Grundhaltung der hannoverschen Stadtgesellschaft hat sich erst hier jüngst wieder gezeigt, als wir tausende Schutzsuchende aus der Ukraine, die geflohen sind vor dem Angriffskrieg, vor dem Kriegstreiber Putin und seinen Soldaten, hier bei uns aufgenommen haben, in vollster Solidarität. Hannover steht klar. Hannover steht eindeutig an der Seite der Ukraine, an der Seite von Opfern dieses Krieges. In der Friedenspolitik gibt es selten, sehr selten ein Schwarz und Weiß, das so deutlich ist. Der Aggressor, der Kriegstreiber ist Putin, liebe Freundinnen und Freunde, der hier einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt und sich verantwortlich macht für Leid, Tod, Vergewaltigung und Vertreibung in der Ukraine. Mit dieser heutigen Kundgebung sendet Hannover ein kraftvolles Signal. Danke, dass ihr alle heute hier erschienen seid. Ihr setzt damit ein klares Zeichen, das mit dieser Anwesenheit verbunden ist, mit diesem Engagement. Danke, dass ihr zeigt, wir sind mehr als diese Verschwörungstheoretiker. Vielen Dank für diese Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Philipp Ohnheim. Das ist schon faszinierend. Es ist schon ein bisschen faszinierend, wenn der Oberbürgermeister erklärt, wie die Situation ist und dass das Veranstaltung nicht abgesagt worden ist und gesagt wird, dass Ohnheim deswegen ein Demokratiefeind ist. Das muss man zusammenwürfeln. Wir machen jetzt mal kurz ein Stück Musik und dann geht es weiter, denn wir haben noch viele, viele gute Redebeiträge. Haltet euch warm, bis gleich.